danken, hier in Meran zu sprechen. Ich weiß diese Ehre wohl zu schätzen. Und ich danke euch allen, wie ihr hier steht, für euren Einsatz für Südtirol und für ein friedliches Zusammenleben in diesem wunderschönen Land. Ich will zu euch jetzt etwas verkürzt, denke ich, sprechen über zwei Themen. Das eine Selbstbestimmungsrecht und Südtirol-Konvent. Und das zweite eine kurze Anregung, was eine Persönlichkeit betrifft, die, glaube ich, für Südtirol sehr, sehr viel geleistet hat. Und das alles bei der Andreas Hofer Gedenkfeier. Wir denken an seinen Todestag in Mantua. Ein Mensch mit all seinen Eigenheiten und Schwächen und ein Held, gestorben für den Befreiungskampf gegen eine aufgezwungene Fremdherrschaft. Tirol war habsburgerisch, die Tiroler waren kaisertreu. Und dann kommen nach der Niederlage von Austerlitz 1805 die Bayern, die zuvor zu Napoleon gewechselt haben. Und auf einmal heißt Tirol Südbayern. Dazu kommen dann staatskirchliche Reformen wie das Verbot der Christmette, der Rogate, des Wettersegens, der Sterbeglocke und vieles andere mehr. Und das alles war natürlich Auslöser, um die Tiroler zu den Waffen greifen zu lassen. Und wir erinnern uns heute an seinen mutigen und selbstlosen Einsatz für die Befreiung Tirols von dieser Herrschaft und an sein Hochvertrauen, das ihn dabei begleitet hat. Aber dass man sich von jemandem, der das Land besetzt, nicht auch noch die Identität rauben lassen will und dass man dagegen ankämpft, das hat zu allen Zeiten Gültigkeit, damals wie heute. Andreas Hofer hat ja nicht mehr erlebt, dass Südtirol oder Tirol insgesamt wieder zu Österreich gekommen ist. Es ist ihm auch 1918 erspart geblieben. Die Forderung nach Selbstbestimmung gibt es seit 1918, seit Südtirol von Österreich getrennt wurde und Tirol geteilt wurde. Und was dann gefolgt ist nach 1918, da kann man sagen, nie zuvor in der Geschichte und auch nie danach in der Geschichte ist der österreichischen Minderheit in Italien mehr Leid zugefügt worden als durch das Münchner Abkommen zwischen Hitler und Mussolini und die darauf folgende Option. Ethnisch reine Gebiete, das ist es, was nationalistische Parteien immer wollten und wollen. Und das führt dann unweigerlich dazu, dass Familien zerrissen werden und Existenzen brutal zerstört werden. Zum Selbstbestimmungsrecht zitiere ich jetzt aus den Grundsätzen des Südtiroler Schützenbundes, euch ja allen, nehme ich an, bestens bekannt. Schützen treten für die Selbstbestimmung und die friedliche Wiedervereinigung Tirols in einem europäischen Kontext ein. Sie verfechten die Idee eines europäischen Bundeslandes Tirol, in dem nur die übergeordneten Aufgaben der Verteidigung, der Währung und der großen Außenpolitik den Nationalstaaten oder einem europäischen Bundesstaat übertragen bleiben. Alle anderen Funktionen werden in grenzüberschreitenden Regionalgemeinschaften selbstständig erfüllt. Wenn man das liest, es sieht nach einem ziemlich fernen Ziel aus, weil weder die europäische Verfassung noch die österreichische, noch die italienische, noch die Tiroler, noch die Südtiroler kennen bisher ein europäisches Bundesland, sondern nur Nationalstaaten und in diesen Bundesländern oder Regionen. Und es sieht momentan nicht danach aus, als ob sich hier sehr rasch etwas ändern würde. Aber umgekehrt kann auch niemand heute hier von uns sagen, wie sich dieses Europa weiterentwickelt. Es kann eine Situation eintreten, in der diese EU nicht nur in ihre einzelstaatlichen Bestandteile zerfällt, sondern sich noch weiter auflöst und wo eine Region Tirol durchaus eine sinnvolle
Alternative wäre. Begrüßen würde ich diese Entwicklung persönlich nicht, weil sie ein Rückfall in die Kleinstaaterei früherer Jahrhunderte wäre. Es kann aber auch eine in meinen Augen positivere Entwicklung geben, nämlich eine Weiterentwicklung Europas. Ich glaube, der Landeskommandant hat das am Beginn auch in der Art angesprochen. Zu einem Europa, in dem es wirklich keine Grenzen mehr gibt und in dem im Sinne der Subsidiarität Verwaltungseinheiten und politische Einheiten sich neu formieren. Und ich finde es gut, dass man derzeit an einem demokratisch organisierten Projekt, dem Südtirol-Konvent, über diese Zukunft nachdenkt und Konzepte entwickelt. Und ich finde es auch gut, dass sich die Südtiroler Schützen in diese Diskussion sehr gut und sehr intensiv mit Frauen und Männern einbringen, um daran zu arbeiten, dass die gemeinsame Heimat eine positive Zukunft findet. Und irgendwann über kurz oder lang wird es auch sinnvoll sein, über dieses Projekt auch mit den Nord- und Osttirolerinnen und Osttirolern zu reden, wenn es um eine gemeinsame Gestaltung der Zukunft geht. In einem solchen europäischen Bundesland Tirol hat sich natürlich einiges inzwischen auseinanderentwickelt, aber ich glaube, es wäre durchaus möglich, hier diese Dinge wieder aufeinander abzustimmen und aufeinander zuzugehen. Meine persönliche gefühlsmäßige Bindung zu Südtirol geht auf die Volksschulzeit zurück, wo unser Lehrer Ludwinger bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen hat, dass sich Italien, dieses schöne Land, widerrechtlich durch einen schnöden Verrat erschlichen hat. So ist uns das als Kinder sehr früh vermittelt worden. Und jedes Mal, wenn wir von Osttirol nach Innsbruck wollten, dem Felbertalbund gibt es ja seit 1967, mussten wir in Siljan und am Brenner über die Grenze und die italienischen Zöllner waren alles andere als geliebt. Umgekehrt haben uns in unserem kleinen 250 Einwohner zählenden Dorf auch einige italienischstämmige Familien gewohnt, die von Vecchios und die Dallavias und die Dalpras haben wir gesagt, wir sagen Dalpras, ja, also sieht man schon ein bisschen immer ganz das Gleiche. Und die waren aber zu uns Kindern wahnsinnig nett. Da haben wir nicht einmal die Kirschen stehen müssen, sondern wir haben sie so gekriegt. Und das hat dieses Bild, was Italien anlangt, wieder etwas relativiert. Aber es bleibt dabei, man kann das drehen und wenden, wie man will. Was damals geschehen ist, war Unrecht und die Zukunft sich zu erträumen und sich vorzustellen, dass dieses Tirol wieder ein gemeinsames Tirol wird, die wird auch mich immer begleiten. Und da komme ich ganz kurz noch auf das zu sprechen, was letzthin die Gemüter etwas bewegt hat, dieses Gott sei Dank nach dem Text von dir gerissen wurde Südtirol. Und man fragt sich, was soll denn sowas eigentlich, da Gott sei Dank zu singen. Es ist mehr als unpassend. Und was unsere junge Sportlerin betrifft, die hat sich entschuldigt und in dem Fall, also für sie sollte das meines Erachtens erledigt sein. Aber sie ist ja nicht die Einzige. Und wenn ich Leute frage, in irgendeinem Anlass, wieso singst du denn sowas, dann höre ich manchmal schon auch die Antwort, denen geht es so gut, oder denen die Südtirol geht es eh besser als uns, die sollen jetzt irgendwann einmal eine Ruhe geben. Und es tun sich bei uns manche schwer, damit, dass in Südtirol nicht mehr die armen Brüder und Schwestern unterdrückten Leben, sondern Südtirol ein selbstbewusstes, ein wohlhabendes Land geworden ist, das als Bundesland und auch als Region wesentlich mehr politische Rechte hat, als jedes österreichische Bundesland das hätte. Und dass dieses Selbstbewusstsein auch lebt. Ich für meinen Teil kann sagen, ich freue mich über diese Entwicklung, ich freue mich, dass es euch gut geht, und sage gleichzeitig dazu, sollte das irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt anders sein, sollte Südtirol
die Schutzmacht Österreich brauchen. Wir werden immer bereit dazu sein. Lasst mich kurz noch im zweiten Teil auf etwas zu sprechen kommen, was ich schon angekündigt habe. Ihr habt mit Karl Mitterdorfer einen sehr verdienstvollen Kameraden verloren, der gleichzeitig Gründungsmitglied des Südtiroler Kulturinstitutes gewesen ist. Und in diesem Kulturinstitut ist kürzlich ein Buch vorgestellt worden mit dem Titel Bruno Kreisky und die Südtirol-Frage. Und ich möchte hier vor euch, wo ich glaube, dass ihr diese Geschichte gut kennt, nicht alle Details wiederholen. Aber es war am 1. August 1959, da ist Bruno Kreisky nach Innsbruck gekommen zu den Südtirol-Gesprächen. Und die Südtiroler Delegation hat dort verlangt, man solle, oder er solle, Österreich solle, dieses Thema vor die Vereinten Nationen bringen und dort für Südtirol das Selbstbestimmungsrecht fordern. Kreisky hat gemeint, Selbstbestimmungsrecht wird schwierig, aber er hat noch im September 1959 mit sehr deutlichen Worten bei der UNO-Vollversammlung auf die Unterdrückung von Sprache und Kultur in Südtirol hingewiesen und in vielen Verhandlungen erreicht, dass die UNO-Vollversammlung zwei Resolutionen beschlossen hat und Österreich und Italien beauftragt hat, gemeinsam eine Lösung zu suchen. Und sein Gang vor die Vereinten Nationen, diese UNO-Resolutionen, waren die Basis für alles Weitere. Für das Autonomiestatut, für die internationale Verankerung und für die Schutzmachtfunktion Österreichs für Südtirol. Bruno Kreisky hat die letzten Monate seines Lebens hier verbracht in Meran. Und bei dieser Buchvorstellung wurde auch die Idee geäußert, in Meran eine Straße oder einen Platz als Zeichen der Verbundenheit Südtirols mit dieser großen Persönlichkeit zu benennen. Und ich möchte diese Idee einfach auch gerne heute öffentlich unterstützen. Was ich noch sagen will, Dankeschön und vergesst Gott für euren Einsatz, für eure kritischen Stimmen, die man immer hört, sie zwingen zum Nachdenken, für eure Verwurzelung in der Heimat und für eure Offenheit für die Welt. Und ich möchte schließen mit einem Zitat Bruno Kreiskys, das heute mehr denn je passt und das er in seinen Memoiren hinterlassen hat. Wir stehen vor einer Entwicklung ungeheurer Tragweite. Wenn wir jetzt in der Lage sind, den Menschen am Beispiel Europas zu zeigen, was wir zu leisten imstande sind, wie groß unsere Fantasie ist, wie groß unsere Bereitwilligkeit zu friedlichen Taten und Leistungen, dann werden wir nicht nur vieles für die Zeit, in der wir leben, getan haben, sondern auch für die Geschichte, die wir noch zu gestalten haben. Danke.